Was wollt ihr? Ja, Oberbürgermeister Crip 42. Ich brauche aber einen Arbeitsplatz. Nein, danke. Arbeitsplätze kommen in einer anderen Stadt, dann könnt ihr darüber pendeln. So immer, zack, 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 zack. Warum fährt ihr hierhin ans Ende der Welt? Da ist doch nichts. So, ganz insgeheim bin ich am Überlegen, ob ich einen Kredit aufnehmen soll, um den Bahnhof zu bezahlen. Aber ich glaube, wir können auch warten. Hier, ja, das würde gut dahin passen, glaube ich. Nur das Geld reicht, längst nicht. Bildung, Grundschule, 16.000. Minus 400 pro Stunde. Also, jetzt schon eine Grundschule? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Es kann keinen Nachteil haben, glaube ich. Und dann bauen wir schön überall Bushaltestellen. Zack, 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 zack und zack. Ja, hier und hier und hier und hier, wo sich noch niemand drüber freut, doch da hinten, obwohl die eigentlich gar nicht zu der Bushaltestelle hinkommen. Zack, 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 zack. Und da noch eine und hier hinten noch eine. Die natürlich nicht vernachlässigen. Und da und da. Ich glaube, hier reiße ich auch die nochmal ab und tue die etwas anders verteilen. Ja, ihr kriegt ja gleich wieder eure Bushaltestelle. So. Ja, müsste funktionieren, unser Bushaltestellennetz. Wie viele gehen da zur Schule? Ja, null erstmal. Aber es ist ja auch noch ganz, ganz früh am Morgen. Hewart hat aufgefordert. Er hat aufgehört, irgendwas zu spielen. Kam gerade die Meldung. Umleitung von Abwasser nach Kasopass. Ja, genau. Reicht es eigentlich noch? Ah, da sind wir schon im Minus. Okay. Dann gehe ich mal kurz rüber. Nach Kasopass. Wo ist es hier? Laden. Und hier baue ich jetzt mehr Abwasserzeug. Eigentlich könnte ich schon eine Kläranlage bauen. Das heißt, ja, hierhin eine Kläranlage. Wann kommen da Arbeiter? Los! Kommt! Geschlossen, wir stellen Leute ein. Geschlossen! Komm, das wird doch wohl nachts auch ohne Leute arbeiten können, sonst müssten die ja immer nachts arbeiten. Leute. Oh, Geschwindigkeit hochstellen. Ah, ja. Okay. Wo ist er, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Das ist immer noch geschlossen. Hallo. Ich dachte, er sucht alle Arbeit. Ah, hier ist er.
Bürgermeister von. Wie heißt denn die Stadt eigentlich? Wie heißt die andere Stadt momentan noch? Wäschersfelden. Ja, ist zwar derselbe Bürgermeister, aber. Aber warum ist es immer noch geschlossen? Kommt da jetzt nicht lang. Müssen wir bis zur vollen Stunde aber warten oder wie ist es? Okay. Die Leute gehen sogar zum Einkaufen nach Wäschersfelden. Jetzt, okay, dann können wir die hier abreisen. Oder Moment. Ich schaue nochmal kurz hier. Genau, wir haben jetzt hier einen üblen Überschuss, aber es wird immer noch gelb angezeigt. Abwasserrohr planieren. 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 Und dann gehen wir. Ah ne, Moment. Was ich noch kurz machen kann, ist hier dann wieder Industriegebiet ausweisen. Und dann gehen wir zurück nach Wäschersfelden. Ein Handelsdepot oder Umschlagplatz ist der einzige Weg, um in der Stadt, um die in der Stadt produzierten Ressourcen auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Ja, Handelsdepot haben wir ja in unserer anderen Stadt. Während es lädt, trinke ich mal kurz was. Wie lange will denn das noch laden? Ah, okay, jetzt. So. Straßen werden natürlich noch geupgradet. Keine Angst. Hier hinten könnten wir auch noch eine Straße gebrauchen. Da muss ich mal kurz schauen, wie das hier so hin... Ach, da habe ich sogar die Hilfslinie angezeigt bekommen. Ah, logisch. Wie mache ich das hier? Kriege ich hier auch eine Hilfslinie? Ja. Und zwar nehme ich da mal den Bogen. Ein super Bogen. Ja, dann brauche ich erst die Straße von hier nach. Die gerade Straße von hier nach. Von hier nach. Da. Und eine Straße von hier, darüber irgendwo hin. Dann kommt der Bogen. Nein, der Bogen war ein bisschen fail. Ist es jetzt noch richtig? Ja, sieht... Ah, nee, hier nicht. Moment. Kommen wir da irgendwie auf die Linie? Perfekt. Auch wenn da irgendwie wieder ein Grafikbug zu sein scheint. Und... vielleicht von hier rüber. Hallo. Vielleicht ohne die Linien anzuzeigen. Sieht immer so komisch hier aus. Naja, egal. Dann verbinden wir das noch hier. Was? Das kriegen wir sogar hin? So, aber nur wenn die Straße so gebogen wird. Überlappung. Moment. Ach, Moment mal. Erstmal wieder hier gerade machen. So. Und dann können wir hier eine gebogene Straße reinführen lassen. Nein, nicht Schlangenlinie. Linie. So, perfekt. Dann geht die hier so rein. Hier hinten, ja, das bisschen Platz. Nee, passt. Hier, warum habe ich sie eigentlich nicht abbrechen? Abbrechen, ja, egal. Da ist die Straße gerade. Ja, sieht gar nicht mal so übel aus. Müsste nur noch hier ein bisschen geupgradet werden. Aber kostet ziemlich viel. Deswegen lassen wir das erstmal. So, was ich mal kurz schauen
will. Okay, das funktioniert noch. Wir tun erfolgreich das Ganze aus der Region beziehen. Aber warum ist denn das so wenig? Ich dachte, wir haben da übelst viel Überschuss jetzt. Entschuldigung. Ja. Egal, es reicht. Das ist das Wichtigste. Dass es reicht. Und das ganze Abwasser fließt jetzt extra hier so rüber und so weiter. Bis nach dort hinten irgendwo, wo ich die Stadt nicht mal sehe, weil die Sonne mich blendet. Naja. Upgrade! Yes, wir haben die 5000 Einwohner erreicht. Das heißt, eine Abteilung. Und welche Abteilung kommt? Verkehrsabteilung haben wir schon. Und? Welche Abteilung haben wir auch schon? Ich glaube... Puh. Die Versorgungsabteilung, genau. Die beiden haben wir, das heißt... Jetzt kommt noch eine... Bildungsabteilung am besten. In unserer Stadt. Mach ich mal hier hinten. Nein, was kostet die 15.000? Wir müssen ganz kurz warten. Aber so lange können wir schon mal ein Schild aufstellen. Ups, so, hier. Bam, Rathaus. Können wir es jetzt? Ja. Bildungsabteilung. Nee, erst wieder die Ansicht nach hinten drehen. Und dann platzieren wir die so hier. Relativ mittig. Und das heißt, wir können in der anderen Stadt ein Gymnasium bauen. Aber da will ich jetzt nicht direkt wieder rüber. Das machen wir dann nachher oder so. Oder eben für euch in der nächsten bis übernächsten Folge. Hier, Bildung. Ihr wollt schon wieder Bildung. Klassenzimmer voll. Was das heißt, ist ja klar. Andere, neue Klassenzimmer bauen. Ich frag mich... Wenn man hier Klassenzimmer baut, kann man dann auch welche daneben bauen? Ich glaube nicht. Das heißt, ich würde dann hier und hier welche bauen am besten. Aber ich habe eh zu wenig Simoleons. Das ist natürlich ideal. Natürlich. 10.000 kostet der Spaß. Züge, ja, das kostet ja 40.000. Busse, 20.000, okay. Das wird auch noch eine Weile hin sein. Nun, wie kriegen wir mehr Steuern? Mehr Steuern, mehr Einwohner. Mehr Einwohner, mehr Zufriedenheit. Und das durch Parks, was die ja eh gerade schon angefragt sind. Da würde ich mal sagen, bauen wir ein paar hohe und niedrige Baumreihen. Wie mache ich das? Ja, dann mache ich erstmal hier außen ein bisschen was. So und so. Einfach hier in einigermaßen regelmäßigen Abständen. Damit die Leute hier auch schon zufrieden sind. So. Dann hier und hier. Hier nicht vergessen. Wie habe ich es da gemacht? Hier circa. Ja, hier. Diese Baumreihen benutze ich deswegen, weil die Besucher pro Tag 24 haben und nur minus 10 pro Stunde kosten.